Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Uns erwartet eine schwere Aufgabe. Wir lassen uns nicht davon blenden, dass das 1860. Als Drittletzter gerade nicht zufrieden ist, haben so ein bisschen kein Wellental, aber die Ergebnisse sehr wechselhaft in den Ergebnissen und trotzdem eine Mannschaft, die ich sehr spielstark finde, eine Mannschaft, die nach vorne sehr viel Qualität hat, allein glaube ich mit Ruben Okoti, der treffsicherste Schütze gerade in der Liga, auch für mich einer der besten Stürmer der Liga, immer brandgefährlich in ihrer Offensive und das wird uns voll fordern. Und die wissen, dass sie im Abstiegskampf stecken und deswegen weiß ich auch und wissen wir auch, dass es eine ganz harte Nuss wird, dass es ein richtig harter Kampf wird, dort in München. Und trotzdem fahren wir mit viel Selbstbewusstsein hin. Wir kommen aus einer guten Phase, wir haben ja auch hier gegen Braunschweig gezeigt, dass wir wirklich in der Lage sind zu kämpfen und guten Fußball zu spielen. Und genau das müssen wir gegen 60 München auch zeigen. Dass wir den Kampf annehmen, dass wir aggressiv sind. Eine gute defensive Struktur haben wir, das haben wir schon oft gezeigt und haben aber auch hier gegen Braunschweig gezeigt, dass das nicht ausschließt, dass man auch gut nach vorne spielt. Ja, genau dieser Mut und auch so ein bisschen Lockerheit im Spiel nach vorne wollen wir genauso zeigen, wie wir das im letzten Spiel gezeigt haben. Wir wollen da anknüpfen und einfach weitermachen. Die Mannschaft hat gut gespielt, trotz alledem mache ich mir immer Gedanken. Gedankenspiele gibt es natürlich um Ray Yabo, weil Ray natürlich in den Spielen vorher sehr stark gespielt hat. Natürlich mit seiner Power, mit Ball am Fuß, richtig viel Qualität hat und unser Spiel beleben kann. Bin mir aber auch nicht sicher, ob er ein Spiel durchhält. Dominik Peitz und Jonas Meffert zusammen haben das auch ordentlich, haben das gut gelöst. Und trotzdem mache ich mir natürlich darüber Gedanken, genauso wie ich mir immer um das Spiel nach vorne Gedanken mache. Sind die Spieler frisch? Ich war zufrieden mit den Leistungen von Dimi und von Ruven, was nicht heißt, dass ich möglicherweise auch was ändere, weil einfach auch der Beginn der englischen Woche auch eine englische Woche ist. Wir hatten keine mega kurze Woche, aber auch keine lange. Natürlich schauen wir immer, ist einer frisch? Braucht vielleicht einer eine Pause? Wir sind so eng aufgestellt gerade. Auch wenn ich gestern nochmal das Trainingsspiel sehe, die Leistungsunterschiede sind so eng beieinander. Jetzt nochmal, wo die verletzten Spieler wie Philipp, wie Gaetan, Martin Stoll wieder mit dazugekommen sind, ist natürlich wieder alles noch enger zusammengerückt und das merkt man auch im Training, so dass man auch ich nicht ausschließe, möglicherweise einfach was zu verändern und Frische reinzubringen, weiß ich aber jetzt an der Stelle noch nicht. Da haben wir eine lange Busfahrt gleich. Wir haben überlegt, ob das eine Rolle spielt und haben uns dann dagegen entschieden, sondern wir nehmen jedes Spiel für sich. Also jetzt schon zu sagen, dann spielt der, dann spielt der andere, dann kann der pausieren. Das hat man allzu oft gehabt, dass dann doch wieder irgendein Strich durch die Rechnung gemacht wird, weil irgendwas anders passiert, man weiß nicht, wie das Spiel jetzt läuft, hat vielleicht dann eine ganz andere Idee und deswegen nehmen wir jedes Spiel für sich. Wir müssen schauen, dass jetzt das Bestmögliche auf dem Platz steht, natürlich auch müssen wir überlegen, wie gesagt, Ray ist eine Überlegung, aber ob er überhaupt ein Spiel durchstehen kann, wie die Luft ist, das werden wir heute Abend in den Einzelgesprächen auch nochmal rausfinden, weil die Jungs ja auch offen und ehrlich sind, weil wir ja auch wirklich auch an die Mannschaft denken und die Jungs auch an die Mannschaft denken. Und das wird sich dann im Laufe des Abends ergeben. Der Karlsruhe SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.